Alle Craft OGs außer Dena sind hier herzlich eingeladen mit. Hä, ich bin doch auch herzlich eingeladen, hä? Einfach bei Trimax den Honig holen. Sprengen? Warum denn ich? Weil du so ein Typ bist, du bist so einer. Du bist der Sprenger. Du bist der Sprengmeister. Ich verstehe das, also, ich versteh das nicht ganz. Wir müssen dich benutzen, Felix. Wir müssen deine. Ich soll nur benutzt werden wieder. Ja, so wie immer. Nee, würdest du es machen? Nee. Kommt drauf an, also ich bin nicht komplett abgeneigt. Ein TNT, das geht schon klar, oder? Ein, zwei TNT. Aber du hörst dich voll scheiße an, bist du nicht zu Hause? Ich hab danke, dass du das betonst. Ich stream gerade aus der neuen Zentrale. Der neuen Zentrale? Was denn? Du hörst dich voll kacke an, Revi. Ich bin aus der neuen Zentrale. Du bist voll leise, das ist voll angenehm, danke. Ich stream aus der neuen Zentrale, was soll denn das? Ah, jetzt bist du lauter, was ist denn passiert? Hört auf, mit Mike mir zu schreiben, Chat, ich kann's nicht ändern! Ey, bist du umgezogen, Scheiße, oder was ist bei dir falsch? Ich bin nach Schweden gezogen. Ach so, bist du bei deiner neuen schwedischen Freundin? Ich bin nach Schweden gezogen. Aha. So, Dena, jetzt, guck mal. Ja, sag, stell deine Frage, aber flott hier. Willst du bei Pogwarts mitbauen, ja oder nein? Mitbauen heißt, dass du Rohstoffe für uns. Ich hab gerade angefangen, eine richtig geile Rennstrecke zu bauen und wollte jetzt eigentlich genau da weitermachen. Ja, dann viel Spaß damit, du zurückgeblieben. Ja, dann bau deine Rennstrecke, Alter. Dann hast du wenigstens irgendwas, wo du mal gewinnst. Eine Rennstrecke ist eine geile Sache. Und was machst du, Pogwarts? Was ist das? Das größte Projekt, was es jemals in ganz Craftech. Okay, also ist es halt legit so. Es ist halt. Also ist es halt zeig's mir. Wo muss ich hinkommen? Chat sagt schon wieder, das war eine dumme Idee, dich zu schreiben. Ach, zu fragen. Ja, Chat, ich hätte es mir sparen sollen, ihr habt recht. War eine dumme Idee, zuzuhören wahrscheinlich eher für mich. Alter, du bist so geil salzig. Ich muss deine Roomtour noch kommen. Du bist voll reich, du wohnst im Kranhaus. Ja, guck mal. Alter, du hast richtig viel Geld. Tja. Mindestens eine Tonne. Jetzt sag mir, wo ich hinkommen soll. Komm zu meinem Haus, du dummer Loser. Was soll das denn jetzt hier? Warum so negativ alles? Hey, wie hast du überhaupt mitbekommen, dass ich bei dir gesprengt hab? Ja, sau unlustig mal wieder. Ich weiß nicht, Digga, wenn du Content brauchst, dann, keine Ahnung, führ doch meinen Hund IRL oder so, aber lass doch die Scheiße einfach sein. Oder mach doch ein Video über die Rechnung, die du zu zahlen hast, aber lass mich einfach in Ruhe. Lass mich einfach mein Minecraft-Haus bauen, du Affe. Also, ich hab nur Petrus Haus gesprengt. Du hast selbst gesagt, dass da Petrus wohnt. Da konnte ich nichts anderes machen. Weil Petrus hat mich beklaut. Du hast in... Och, Digga... Oh, Mann, das habe ich noch gar nicht gesehen. Guck, du hast es nicht mitbekommen. Och, Digga, Mann, du dummer Autist. Hier ist eine riesige Redstone-Schaltung gewesen. Oh. Och, Junge. Wie talkst du hier mit uns? Mann, ja. Warum, Digga, warum? Warum, wieso, warum, weshalb, hä? Hey, funktioniert doch noch. Eben, ist alles noch in Butter. So, Dena, wo bist du gerade? Ich zeig dir, was wir bauen. Komm. Ich komme, ich fliege gerade zu dir. Let's go. Dena, wie findest du es, dass Pep Strobel über Bilder von sich aufgehangen hat? Bisschen hässlich, aber was soll man denn machen? Ja, gute Werbung an der Stelle. Ich bin da, wo ich Petrus Haus gesprengt habe. Komm da raus, Dena. Warum soll ich da rauskommen? Hier, guten Tag. Hallo. Mein Gott, guck dich an, du dummer Loser. Du hast nicht mal eine vernünftige Netherite-Rüstung. Ja, aber bald, weil das habe ich als hab ich von Petrus bekommen tatsächlich, als Wiedergutmachung. Nachdem er fast aus dem Projekt gebannt wurde. Sehr schön. So, komm mit hier, pass auf. Dena, hast du Elytra, ja, ne? Ja, klar. Felix, siehst du hier drüben diese riesige Schlucht? Flieg mal hier rüber. Diese riesige Schlucht, ja? Die habe ich gerade komplett geterraformt, by the way. Das die hast du geterraformt? Die habe ich gerade geterraformt, frag Rotpilz. Mag man gar nicht glauben, ne? Mit was? Oh, aber mit TNT oder per Hand? Per Hand. Wow. Ja, guck mal hier, wir packen hier gerade eine riesige Fläche hin. Flieg mal nach ganz oben auf Kevs Raumschiff, das wird übrigens verschoben, per World Day. Das ganze Gebiet hier wird komplett, also alles, was du hier gerade siehst, das größte Bauprojekt aller Zeiten, das wird eine riesige Burg. Schau mal, wird es wirklich hier das größte Bauprojekt aller Zeiten oder sagst du das actually nur? Actually ja. Also das, was hier alles so terraformt ist, das ist alles nur, und was soll das werden? Ein riesiges Schloss. Ein riesiges Schloss? Ja. Ein Hogwarts-Schloss oder wie? Hogwarts, bist du dumm? Hörst du nicht? Ja. Jetzt komm mal hier mit runter, guck mal hier, siehst du hier drunter, Felix, komm mal her. Ja, irgendwas darunter war eine riesen Farm oder so, so sah das aus. Ja, richtig, und Digga, und hier entstehen halt eine riesige Höhlenwelt einfach, Bro. Das okay, die sieht echt krank aus. Was für eine fette Farm. Und was für einen Sinn hat das jetzt? Also gibt es irgendwie so einen größeren Sinn dahinter? Ja, Trimax hat gesagt, dass sein Honiggolem, by the way, würde ich das, oh, das würde ich, glaube ich, richtig triggern. Trimax hat gesagt, dass sein Honiggolem alles andere in den Schatten stellt, dass alles lächerlich ist, was alle anderen Spieler vorher gebaut haben. Mhm. Und er absolut das krasseste Projekt in ganz Crafted Tech. Alter, der Ruppel, hab ich noch nicht gesehen. Gemacht hat. Doch, er hat einfach alles ausgeschlossen. Er hat wirklich einfach alles ausgeschlossen. Trotzdem falsch. Und ja, also Unsinn reden kann Trimax ja viel. Das sehe ich jetzt nicht so als großes Ding, das ist ja keine Überraschung.
Ja, aber jetzt ist halt die Frage, ist das wahr? Nö, ist es natürlich nicht wahr. Und wir haben uns halt gedacht, pass auf, einfach nur um Max zu zeigen, dass wir es besser können, bauen wir was Krasseres, weißt du? Ja, Dena, also jetzt ist die Frage, ne? Ja, aber was habe ich davon, wenn ich Teil bin von Hogwarts? Content, Teil, den du sonst nicht hast. Content, der aus Farm besteht, oder was? Ja, du könntest auch vielleicht bei unseren Feinden so ein bisschen schnüffeln, wenn du willst. Mal so ein bisschen hier bei Trimax mal ein bisschen die Farm sabotieren und so, ne? Wir wollen natürlich vor dem fertig werden, das ist ganz klar. Was, also ihr wollt vor dem Golem, Honiggolem von ihm fertig werden, oder was? Schaffen wir nicht. Ich meine, yo, wir schaffen das! Also es geht einfach darum, eine krasse, riesige Wand zu bauen. Was sind das denn da? Sind das so Testwände, die da schon gebaut worden sind? Dass man sich dann entscheiden? Das ist wie bei den USA, das Mauerdesign. Und dass man noch nicht weiß, welches Mauerdesign man macht, oder wie? Doch, wir wissen es jetzt mittlerweile. Wir haben uns jetzt geeinigt. Und welches davon wird das? Die sehen ganz cool aus, muss ich sagen. Die sehen cool. Ich bin gerade bei denen. Ich gucke mir gerade mal an. Komplett aus Quarz hier. Wow. Ja, wir gehen auf Big Flex. Ne? Hier werden keine Kosten und Mühen gescheut. Ja, der Quarzring ist der innere Ring der Burg. Der äußere Ring. Also das Link hier baut ihr wirklich? Ja. Aber das wird dann innen oder außen sein? Es wird der innere Ring und der äußere Ring wird das hier. Guck mal, das hier. Ein bisschen gepaart, also das gepaart in quasi ein Morph aus allen dreien Sachen. Den Morph aus den drei Sachen hier. Ja, richtig, genau, richtig. Sehr, sehr groß, herrschaftlich. Die Mauer wird ungefähr so, keine Ahnung, 15 bis 20 Blöcke hoch werden, ne? Mit Kanonen und sowas obendrauf. Also ich muss ja sagen, ich finde das schon mal sehr geil, weil das heißt, es wird wirklich was Schönes gebaut und nicht nur diese hässlichen Farben, die andere hier im Projekt jetzt die ganze Zeit gebaut haben. Ja. Deswegen finde ich das ganz geil. Wie könnte ich denn helfen? Das ist eine gute Frage, weil bauen kannst du nicht gut. Ja, da brauchst du nicht lachen, da musst du ehrlich sagen, es ist so. Ja, das ist aber auch kein Geheimnis, sag ich mal. Wie könnten wir Dena gut einsetzen? Ich kann schon außerdem bauen unter Anleitung und helfen. Bin ich vielleicht nicht der Beste, sich was ausdenken, wie man was bauen kann. Aber er kann schon gut Klötze setzen. Klötze setzen kann ich. Richtig mit Rechtsklick die ganze Zeit. Was macht ihr denn jetzt gerade zum Beispiel? Gerade machen wir gleich an die Höhle ran, wenn du darauf Bock hast. Dreckige Terraforming-Arbeit. Ich meine, schöne, ganz schön, macht Spaß. Wollen wir schlafen? Also ich stehe tief in der Schuld von Rotpilz, weil Rotpilz mir viel geholfen hat. Deswegen, Rotpilz, sag du mir, was ich machen soll und ich bin dabei. Bastian sagt Höhle, habe ich irgendwie gerade so gehört. Ach, Leute, ich bin ein bisschen zwiegespalten. Soll ich beitreten hier den ganzen Hogwarts-Projekt? Das Problem ist, ich finde es eigentlich voll cool und ich will auf jeden Fall Rotpilz helfen, weil Rotpilz hat mir viel geholfen jetzt schon in dieser Staffel. Und da möchte ich natürlich was zurückgeben. Auf der anderen Seite möchte ich auch meine Rennstrecke weiterbauen. Und auf der anderen Seite auch, finde ich Revi gerade ultra unsympathisch. Also ist halt Revi, ich kenne ihn ja. Aber Mann, das war echt uncool. Ich will ja helfen und einen dann so scheiße zu behandeln, ist irgendwie nicht cool, oder? Ich weiß nicht, das war irgendwie ein bisschen übertrieben, fand ich. Aber anscheinend bekommt er nicht das, was er wollte in Schweden gerade. No front! So ist das dann wohl, aber das sieht hier cool aus. Also wenn man so hier wirklich so eine große Mauer bauen könnte, das hat so ein bisschen Craft Attack 4 Feelings, ne, mit dem Norden und so vielleicht. Und das war eigentlich ganz geil damals. Dena? Hallo! Ja, ich wollte Rupels fragen, wo ich jetzt hier anfangen kann. In der Höhle. Die Höhle hier unten. Aber was soll hier man hier machen? Die sieht ziemlich... Die Decke mit Cleanstone komplett verkleiden. Die Decke mit Cleanstone. Wow. Wo kriege ich den Cleanstone her? Habt ihr dafür was oder muss das alles gefarmt werden? Haben wir hier vorne. Ah, Syndica. So, dann verhandeln wir jetzt mal mit der Frau hier, ja? Was hat die denn gemacht? Grundstücksrechts, links, rechts. Ja, soll sie mal gucken hier gegen den Immobilienkaufmann. Moin, Meister. Bist du laut. Alles Hogwarts bei dir? Der liebe Veto hatte sich bei mir gemeldet. Es gab da wohl ein Missverständnis beim Abtragen des Berges. Ja, weil da eigentlich was geplant gewesen war und der es schon weggesprengt hatte eigentlich. Genau, da muss man nochmal ganz kurz drauf eingehen. Das war uns natürlich nicht bewusst und das Problem ist, da stehen auch schon Kunga-Schilder und jetzt haben wir uns das leider angeeignet. Das Problem ist, ich stecke irgendwo im Nether fest und ich komme da aktuell nicht raus, deswegen kann ich es mir nicht angucken, aber die Blöcke, die ihr gestern an schwarze Wolle da gesetzt hattet, war okay. Das heißt, die sind in Ordnung. Ich kann auch einfach mal eine 20 Meter hohe Mauer hin. Also das ist ja dann, du guckst die ja quasi an. Das ist ja auch geil, sag ich mal. Du hast halt neben dir das Prestige-Immobilienobjekt. Versuchst du jetzt gerade das hier zu verkaufen, dass irgendwie Grundstück steigern sei, wenn man neben dir ist?
Du weißt es auch, also Digga, ich will dir nur sagen, es ist gleichzeitig auch kriegsfördernd, wenn man hier ist. Also in jeder Staffel gab es eigentlich immer genau Stress, wenn du bei Rewe bist. Dena nämlich nicht wieder versteht, weil wir haben hier ein Gemeinschaftsprojekt, Syndika. Alle Craft-Projekts außer Dena sind hier herzlich eingeladen mit. Hä, ich bin doch auch herzlich eingeladen, hä? Was redest du für ein Scheiß? Leider durch deinen Bullshit-Talk. Junge, du machst den größten Bullshit-Talk seit einer Stunde. Das ist mein Content. genau. Und eine riesige Mauer und das ganze Gebiet hier ist nochmal unterhöhlt und da ist dann tatsächlich eine große Höhlenerlebniswelt, die Dena gerade mitbaut. Achso, jetzt bin ich doch wieder Teil vom Projekt. Ja, ja. keine Ahnung, was in Revi reingefahren ist heute. Er ist echt wirklich extrem unterwegs. Ich glaube, liegt echt irgendwie daran, dass er dann Schweden nicht bekommt, was er haben möchte. Aber dann helfe ich ansonsten noch hier mal ein bisschen, Leute. Ordentlich hier Cleanstone abzubauen. Ich habe ja Gott sei Dank hier meine Silke, meine Silk-Touch-Spitzhacke. Und dann setzen wir jetzt Cleanstone hier mal an die Decke, damit das wie eine natürliche Höhle aussieht. Und dann sind wir jetzt erstmal Teil von Pogwarts. Mal gucken, wie sich das alles entwickelt. Ich mache das nicht für Revi, ich mache das für Rotpilz in erster Linie. Aber kann man ja mal seinen Teil hier irgendwie so dazu beitragen, Leute. Also wenn ihr Bock habt, dass ich mehr in Pogwarts mache, schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr sagt, ich soll erst die Rennstrecke fertig machen mit Zintika, schreibt es in die Kommentare. Und ansonsten sehen wir uns demnächst wieder, Leute, bei der nächsten Folge hier von Craft Attack 8. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.